ein herzliches Willkommen und hallo zu Dragon's Prophet. Hier ist euer El Tío Rusticalo. Heute bin ich diesmal alleine unterwegs und bin ich jetzt gerade richtig geflogen oder bin ich falsch geflogen? Jetzt muss ich einmal kurz mal gucken. Ich bin einmal richtig geflogen, einmal falsch geflogen, auch einmal komplett hin und her. Ich muss gerade einmal gucken. Ist echt ungewohnt für mich gerade. Wie gesagt, ich bin heute allein unterwegs. Wie ihr seht, Gothic Cheetah ist zwar in der Gruppe drin, aber er hat keine Zeit und dementsprechend kann er nicht aufnehmen. Soll ihn auch mal gegönnt sein. Er zieht jetzt einen, wie er es gesagt hat, Fan, den Dragon Sheep, einmal kurz durch die Innis. Und ich bin allein. Ganz allein. Nein, Scherz beiseite. Bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Das schaut mir hier so verkehrt aus. Aber egal. Ne, alles gut. Okay, was will ich hier? Ich gehe jetzt erstmal schön gemütlich zum Auktionshändler. Und nein, das meine ich nicht. Ich gehe erstmal hier zum Typen, der die Währung tauscht. Tausche Diamanten gegen Gold und knall mal eben kurz ein bisschen meine Kohle hoch. Knall einfach mal 100 Diamanten weg. Sind das 100 Diamanten? Ah, 150 Diamanten kann ich auch abgeben. Ja, 250 geht auch noch. Genau. Denn ich möchte was kaufen gehen. Und warum ich was kaufen gehen möchte, darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Kein Problem. Was hier? Nein, Einrichtungsgenau. Hof-Items. War das Hof oder Haus? Oder war es Deko? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Aber man kann hier schöne Sachen fürs Haus noch kaufen. Ist gar nicht so schlecht. Beleuchtung zum Beispiel. Öllampe. Kostet alles gar nicht so viel. Elfenbeinkamin. Aber eigentlich, was kostet denn so ein Elfenbeinkamin? 99.000. Ne, 120.000 sehe ich gerade. Da kümmern wir uns später drum. Dann gucken wir mal im Bad eben. Toilette, Badewanne, das haben wir alles. Kleiner Brunnen. 29.000 leisten wir uns. Was? Ach ne, 49.000. 45 Minuten. Machen wir ein Gebot. Vielleicht kriegen wir es. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. So. Schlafzimmer. Gucken wir auch mal, was wir hier schönes Schlafzimmer haben. Mittlerer, langer Schrank. Gelber Schrank. Mit 4 Fächern. Kaufen wir. Wahrscheinlich gibt es das irgendwo billiger zu kaufen, aber habe ich jetzt gar keine Lust zu. Salon. Da gucken wir auch erstmal, was wir hier für schöne Sachen haben. Aber da gefällt mir eigentlich gar nichts von. So, Haus. Ich bin fast der Meinung, dass wir das hier finden werden. Nein, werden wir nicht. Wo haben wir denn das nochmal? Also ich weiß es gerade nicht. Vielleicht bin ich auch doof und hab's einfach nicht mehr im Kescher. Mal gucken, wenn ich Drachen ein.
gebe. Natürlich findet er nichts. Das ist leider nicht wie in WoW, ja. Sonstiges Herstellungsmaterialien. Das könnte ich natürlich auch machen. Das ist natürlich... So, da finden wir nichts. Dann... in Einrichtungssachen. Ich finde es tatsächlich nicht. Jetzt muss ich mal kurz den Gothic-Cheater fragen. Denn eigentlich, ja, will ich die haben. Aber eigentlich ist es auch halt, ja. Ja, ich sag mal, ich bin doch nicht blöd. Hof-Items. Da haben wir die Inkubatoren. Ja, endlich. Ja. Das ist doch mal so. Da kaufen wir mal. Ich glaube, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das reicht. Dann gehen wir jetzt mal kurz auf Sonstiges. Auf Dracheneier suchen. Und werden uns ein paar Lilla-Eier kaufen. So, da haben wir die zwei Eier gekauft. Es wird vielleicht auch eine kleine Folge, die etwas länger ist. Das ist aber auch nicht so schlimm. Denn ich will euch ja auch noch was zeigen. Genau. Alle Items nehmen. Ja, bitte. Wie gesagt, es hat sich einiges geändert. Das werde ich euch jetzt aber gleich ganz schnell zeigen. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu meiner Insel. Was heißt meine Insel genau? Ihr wisst ja gar nichts, dass ich eine Insel habe. Ha, ja. Okay. Also, bevor ihr euch ein Haus kauft und ihr Unmengen an Kohle ausgibt, macht es nicht. Wenn ihr Diamanten habt, werde ich euch gleich was zeigen. Denn darauf kam Gothic Cheater, der sich da ein bisschen mehr informiert hatte. Deswegen habe ich mich schwarz geärgert, weil ich habe nämlich nichts wiederbekommen von dem, was ich bezahlt habe. Das ist natürlich scheiße. Deshalb ist Rustikal umgezogen und der ist mitten im Umzug. Deswegen war er jetzt gerade shoppen. Ja. Genau. So, wir sind jetzt hier, wie immer, Insel 25, Bluff, Jab, Jab, Ladebildschirm. Genau. Also kauft euch am besten kein Haus, es sei denn, ihr braucht nicht so viel Platz. Aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr hinterher viele Drachen haben wollt, viel Inkubatoren habt, mehr Platz haben wollt, großes Haus hinstellen wollt, ein bisschen Spielereien und. Dann empfehle ich euch wirklich, kauft euch ein Apartment. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ja, man hat jetzt hier keine Häuser. Aber das ist echt nicht schlimm. Also ich habe, man sieht, ich gehe jetzt hier in dieses Apartment rein. Zumindest will ich in dieses Apartment nach zu Hause. Ja, das ist halt ein bisschen doof, wenn man immer auswählen muss. Dann kommt nochmal ein Ladebildschirm. Auch nicht so schlimm. So, Leute. Jetzt zeige ich euch was. Also, ihr geht hier auf den Marktplatz. Und geht dann auf... Haus und Co. Auf die
vierte Seite, beziehungsweise eine weiter, oder war es zwei weiter, oder waren es drei weiter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, wo haben wir das denn hier? Da war es doch. Und dann kauft ihr euch für 999 Diamanten-Dias, also Diamanten, Geheim-Apartment-Ticket. Dieses könnt ihr dann hier einlösen und könnt dann das Apartment aktivieren. Es kostet 240 Tagesmiete, ist günstiger als das, wenn ihr ein Haus habt und ein Haus diesen Platz kaufen müsst für 4 Millionen. Ha? Weil ihr müsst ja hier keinen Platz kaufen. Und jetzt passt auf. Ja, jetzt guck mal, nochmal Ladebildschirm. Ja, man hat natürlich Ladebildschirme. Aber tada, eine Rieseninsel für euch ganz alleine. Das ist doch mal klasse, oder? Ich finde es auf jeden Fall mega geil. Und habe dementsprechend, ihr habt ja mein altes Haus noch gesehen, dementsprechend mir jetzt das große Haus hier hingestellt. Hier dieses, ta, ich habe hier noch einen Platz. Und hier. Und hier, wo mein Bettchen steht. Und hier, wo meine Badewanne steht und die Toilette und da, wo der Rusti sich schön machen kann. Ja, das war bis jetzt der Umzug, denn andere Möbel habe ich noch nicht hingestellt. Die Möbelpacker waren noch nicht da. Nein, Scherz beiseite. Jetzt zeige ich euch kurz, wie man was aufstellen kann. So, ich habe da einen kleinen Trick verwendet. Ich habe, das hier ist kein Haus, wie gesagt, das wisst ihr. Ihr seht ja hier, guck mal, 1, 2, 3, 4 Nester. Und normalerweise kann man hier so ein Nest nicht dran setzen. Aber ich habe hier einen Trick verwendet. Den werde ich euch jetzt zeigen. Ihr geht hier oben auf dieses Häuschen drauf, geht auf Platzieren und dann suche ich mir das aus, womit ich einen Trick gemacht habe. Denn damit. Ich habe einen Teppich hier hingespaut. Den seht ihr. Den Teppich nehme ich als Untergrund sozusagen. Den kannst du, nachdem du aber den Inkubator hingestellt hast, wieder wegnehmen. Das ist uninteressant. Wahrscheinlich kann ich das jetzt auch komplett ohne Inkubator machen, aber ich mache das einfach, weil es dann halt für mich einfacher erscheint. So, dann geht ihr wieder darauf. Nachteil ist, wenn ihr hier auf diesen seid, ihr könnt euch nicht mehr nach links und rechts drehen. Ihr seht es. Das heißt, ihr stellt euch bitte genauso hin, wie ihr es hinhaben wollt. Ansonsten müsst ihr es nämlich Ewigkeiten drehen. Ich muss mal eben hier ein bisschen Platz schaffen für die ganzen Möbel. Deswegen, das kostet leider Diamanten. Das ist wirklich so. Wenn ihr zu viele Möbel habt, ihr habt, glaube ich, 2 Seiten habt ihr frei und danach kosten die Seiten wirklich Kohle. Aber gut, das ist halt alles, so. So, ab jetzt alles hier hingeholt, genau. Dann platziere ich den Inkubator. Der Inkubator wird so platziert, wie ich ihn haben möchte. Nicht zu nah dran, nicht zu weit weg. Jetzt drehe ich mich einmal kurz, gucke, na, passt nicht, so will ich nicht haben und gehe wieder auf den Inkubator drauf. Ihr müsst euch natürlich merken, welchen Inkubator ihr habt. Für mich ist es klar, es war einer der letzten, die ich mir geholt habe. Und dann dreht ihr euch den, wie ihr den haben möchtet oder. Ich drehe mir den jetzt auf die Seite, so rum, genau. Ziehe mir den wieder ein bisschen ran. Noch ein bisschen drehen. Und fertig. So steht der Inkubator. Den könnte ich sogar noch ein Stück ranziehen, wie ich gerade sehe. Und so platziert ihr eigentlich auch die Möbel. Also die kompletten Möbel. So, dann war das der Inkubator. Einmal ranziehen. Fertig. Und dann könnt ihr hier schön eure Dracheneier machen. Und wenn ein Kollege kommt, der eure Dracheneier hier versorgen soll, dann könnt ihr, kann er einfach schön hier oben tanzen und kriegt dafür ja auch noch ein paar Sachen. Ein paar schöne Items. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 werde ich dann haben. 7, 8. Ich kann also noch ein paar kaufen, aber da werdet ihr dann nicht dabei sein. Wenn es fertig ist, werdet ihr es dann sehen. Man kann auf dieser Insel hier nicht fliegen. Ihr seht es, reicht hier im Gegenstand nicht möglich. Vielleicht kann ich aber versuchen, mal den hier zu nehmen. Nein, ich kann auch nicht auf den aufsteigen. Also, man kann hier schön frei rumlaufen lassen. Also, das ist frei rumlaufen lassen, aber ja. Bleib mal schön da unten, mein Freund. So. Und, ja, das ist eigentlich so der Grundsatz, was man hier alles machen kann. Der Dicke ist zu dick, um hier hochzukommen. Das ist nicht geil. Hier brauche ich auch keine zweite Etage, aber ich könnte. Habt ihr das gesehen? Habe ich gerade einen Bug entdeckt?
Anscheinend. Denn könnte ich wahrscheinlich sogar noch reinkommen. Na egal. Ihr seht auf jeden Fall, hier ist einiges möglich und ihr könnt hier eure Kohle einzahlen. Und das Geile ist, ihr könnt sogar die Kohle wieder abheben. Hausinformationen, dann geht ihr auf Miet einzahlen. Und da könnt ihr dann zum Beispiel eingeben, ich mache jetzt mal 500. Bup, speichern. Und dann seht ihr, 3290 Tage gilt sozusagen meine Miete. Ja gut, ich bezweifle, dass das Spiel so lange da sein wird. Weiß ich noch nicht. Aber ich kann jederzeit die Kohle wieder abholen. Man sieht, ich habe hier insgesamt 789.148 Gold eingezahlt, 240 Gold Tagesmiete, XP-Bonus pro Minute 19,85 und man kann natürlich auch noch Freunde reinpacken, ihr Mitbewohner ist ein Gothic-Cheater, da gibt ihr dann ein zum Beispiel neuer Mitbewohner oder importiert die Freundesliste, das geht natürlich auch, mache ich auch mal eben kurz. Okay, hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Aber ist ja nicht so schlimm. Ihr seht jetzt aktuell auch die Endcard. Guck mal, ich kann ja so ein bisschen so... Hey. Ihr seht auf jeden Fall die Endcard. Wenn euch das gefallen hat, mit dieser Information, die ich euch eben gegeben habe, lasst ein Like, Kommentar da, abonnieren, teilen, habe ich glaube ich schon gesagt. Und wie gesagt, wenn ihr mit in die Gilde wollt, die YouTuber, also YouTuber einfach nur, hier Gilde, seht ihr... YouTuber, dann einfach reinkommen. Wir sind im Moment aktuell mit 6 6 Charaktere drin. Das sind insgesamt 5 verschiedene User. Und ja, wir freuen uns auf dich. Das war's. Euer El Terusical ist raus. Auf Wiedersehen. Tschüssi.